Ach, hier der Experte wieder. Jetzt nochmal. Nochmal Mega-Feuerwerk. Nochmal Mega-Feuerwerk. Oh. Frohes Neues. Oh, der erste Stream im Jahr 2022. Richtig, boah. 22. Irre. Also, da haben wir schon jetzt wieder, ja, einiges geschafft. Ich wollte dich gerade eben korrigieren und sagen, Moment mal, wir sind jetzt bei 21. 20 war letztes Jahr. Nein, ja, wir sind schon Fehler. Ist schon 22. Ist schon 22, leider. Ja, die letzten Feuerwerkskörper gehen hier gerade im Stream hoch. Ja, es war ja eigentlich kein Feuerwerk erlaubt, aber also bei mir, da wo ich war, hat es schon geknallt. Ich weiß nicht, hast du irgendwas mitbekommen? Nein, aber gar nicht. Komm, gibst du. Du hast doch die großen Batterien gestartet und bam, 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 bam. Nicht? Okay, Peter nein. Nicht. Na, okay. Ach, Leute. So, Feuerwerk ist auch zu Ende. Haben wir es geschafft. Wie geht es euch? Ich hoffe, ihr hattet einen schönen Jahreswechsel. Es geht euch allen gut. Grüezi. Guck mal, da sind sie alle schon am Start. Frohes Neues, Nabend, Servus. Freut mich. Ich muss mir richtig vorstellen, jetzt Grüezi und es gut Neues. Ah ja, stimmt. Es gut Neues. Okay. Schön, dass ihr wieder alle dabei seid. Wir lesen jetzt Dialekte vor. Heute genau. Und dann passt das. Ja, wir starten heute direkt schon mit dem allerersten Lauf Season 1 2022 Drift Online Games. Es warten so einige spannende Challenges auf euch. Ich glaube, das wird ein spannendes Jahr tatsächlich. Ich denke, es wird nochmal ein sehr, sehr schönes Jahr, wo sich auch viel nochmal während dem Jahr ändern wird. Gehe ich sogar stark bin gespannt aus. Ja. Yeah. Gerade wenn noch so andere Geschichten noch mit reinkommen. Wäre zu leise. Ja, yeah, nee, ist keine zu leise. Ich habe uns, glaube ich, dass wir uns auf dem Ohr machen, ja, ein bisschen besser. Ich, ach so. Danke. Ach so, okay, jetzt hörst du uns auch besser, ne? Ja, gut. Who let the dogs out? Ey, das ist ja der perfekte Spruch eigentlich. Da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Den habe ich schon 100 Mal gebracht. Echt? Das lese ich gerade zum ersten Mal. Who let the dogs out? Perfekt. Cool. Sehr schön. Ja, okay. Dann wissen wir, unter welchem Motto die Dogs dieses Jahr stehen. Ja, was haben wir heute so vor? Wir werden einmal nochmal die neuen Regeln durchgehen. Ich würde sagen, einmal gehen wir die neuen Regeln durch, weil ist ja doch einiges Neues mit dabei. Genau. Dann schauen wir uns den neuen Lauf an und dann zeigen uns Christian und Martin, wie man den Lauf fährt. Genau, die beiden fahren sich nämlich gerade schon schön warm, damit wir da auch gleich eine richtig schicke Performance sehen können. Wobei ja warm fahren eigentlich bei dem Lauf keine gute Idee ist. Ja, geht auch kalt. Ja, und zwar, wir sagen noch nichts zum Lauf, wir gehen erstmal nochmal die Regeln durch, oder würde ich sagen. Wir zeigen euch das auch nochmal, wo ihr das nämlich nachlesen könnt. So, das dann bist du schon beim neuen Lauf. Genau, deshalb gehe ich gerade noch mal kurz zurück. Weil ich irgendwie gerade noch vorhin im Kopf hatte, dass wir da... Gut, hier, Reglement, richtig? Richtig. Ihr findet das, ich zeige es auch nochmal für alle, damit ihr es direkt richtig schön seht. Ihr geht hier direkt aufs Forum, das ist ja die große Übersichtsseite, scrollt runter auf die Drift Online Games, nochmal ein bisschen runter scrollen und dann habt ihr hier das Reglement. Da klicken wir jetzt einmal drauf und da sehen wir das schon. Gut. Und wie gesagt, ihr seht gleich am Anfang die größte Änderung bei der ganzen Geschichte, was den Ablauf betrifft, dass wir... Genau, hier unser Streamingplan, ne? Genau. Jetzt einen Lauf machen pro Monat und entsprechend das Laufende dann zum Monat ist. Also das heißt, wir splitten die Streams auch auf. Ja. Das heißt, jetzt ein Stream, wo wir euch den Lauf vorstellen. Genau. Und am Ende des Monats dann ein Stream, den wir uns komplett an die Zeit nehmen, uns die Läufe auch anzugucken. Ja, genau. Und da kommt auch noch dein Lieblingshai und dann ist er. Und der Peter schreibt gerade schon wieder, der Spoiler-Lukas ist wieder mal dabei. Herrlich, genauso wie im letzten Jahr. Top, so muss das doch sein, oder? Alles absichtlich, Leute. Das geht ist gut, alles absichtlich. Das war kein Spoiler, das war ein Teaser. Ja, genau, das war ein Teaser. Ich glaube, man hat noch nichts gesehen bei der Stelle. Ja. Es fragt einer, ruckelt es nur bei euch? Tatsächlich haben wir leider gerade eine relativ schlechte Internetverbindung. Wird mir gerade auch angezeigt hier oben. Okay. Es kann leider zurücklaufen für mich. Ich hoffe, dass es gleich besser wird, tatsächlich. Ja, ruckelt ständig. Ja, ja, ich lese es. Ich sehe es auch hier bei uns, dass es ruckelt. Ich habe hier auch ein rotes Zeichen, dass wir gerade eine schlechte Internetverbindung haben. Ich hoffe, es wird gleich besser. Alle mal hier das WLAN ausschalten. Da kann ich gerade leider nichts dran ändern an der Internetverbindung. Ja, ja, ist ruck. Stream hängt bei mir auf. Ja, was soll ich machen? Lukas, wo ist der Flow?
Der Internet-Flow, der hängt heute leider ein bisschen. Der Flow hängt im Internet. Ja, gut. Ich hoffe, dass es besser wird. Wenn euch das jetzt stört, dann schaut es euch nachher nochmal bei YouTube an. Ich nehme das Ganze auf und lade es ja eh wieder bei YouTube hoch. Jetzt gerade scheint es wieder ein bisschen besser zu sein. Es ist mal unterschiedlich. Ja, Triebgespräch, ja. Okay. Wir machen jetzt ganz normal weiter. Wir haben das jetzt wahrgenommen. Genießt dieses Retro-Feeling und dann passt das. Genau. Heute nur mit 64 Kilohertz Modem. Nein, eigentlich ist die richtige. Egal, passt schon. So, wir waren bei den Regeln. Wir machen da ganz normal weiter. Gut, na, wie gesagt, das ist ja so der Hauptpunkt, wo sich da ändert beim Ablauf, dass wir auch keinen Streicher mehr haben in diesem Jahr. Ansonsten würde ich sagen, gehen wir ein Stück runter. Genau, da haben wir ja die Punkte, das ist ja alles gleich geblieben. Dann hier ist ein ganz schöner neuer Punkt, der zu kommen ist. Also auf jeden Fall die schnellste Runde wird in diesem Jahr auch prämiert und bewertet, beziehungsweise halt, wenn wir einen Gymkhana-Lauf machen, suchen wir uns ein Target aus und dann geht es halt bei dem einen Target darum, wer die höchste Einzelpunktzahl erreicht. Und das pro Division, also jede Division für sich, sodass es in jeder Division halt nochmal ein paar oder einen extra Punkt gibt. Ja, genau, nächste Woche dann kommt unser Standard, Let's Talk About Drift. Genau. Stream und ja, genau, die weiteren Streams sind dann tatsächlich, wie nennt man das? Füllstreams individuell oder sowas, genau. Also das sind auf jeden Fall die festen Streams, ne? Erster Mittwoch im Monat, Start. Zweiter Mittwoch ist immer auf jeden Fall ein Let's Talk About. Der dritte ist noch flexibel und der vierte ist das Ende. Es kommt auf den Monat an. Es kommt auf den Monat an. Kann auch der fünfte sein. Kann auch der fünfte sein. Wie auch beziehungsweise, immer. Wie halt jetzt hier auch steht, also Ausnahme ist natürlich der Dezember im nächsten Jahr. Da werden wir auch im November die beiden, also das Finale von November und die Vorstellung vom Dezember-Stream zusammenlegen. Mhm. Dass wir da einfach im Dezember wahrscheinlich dann fertig werden mit unserem Weihnachtsstream. Da können wir bei unserem Weihnachtsstream mit reingucken. Könnte sein, ja. Und dann passt die ganze Geschichte. Genau. Genau. Genau, das war auch mit den Zusatzpunkten haben wir erklärt, ne? Richtig. Dann, wie gesagt, der Punkt, dass halt in diesem Jahr 3 Läufe sind pro Season. Ist klar, wie gesagt, dann haben wir entsprechend genau, vierteljährig dann immer eine Season laufen. Mhm. Und Streicher gibt es halt dann nicht mehr, aber ihr habt halt auch in der Regel Minimum eine Woche mehr Zeit zum Fahren. Und mit etwas Glück sogar 2 Wochen mehr zu fahren, das sollte sich eigentlich ausgehen. Genau. Gut, ansonsten, Divisionen sind ja gleich geblieben. Nicht viel, da Preise auch nicht. Auch gleich geblieben. Ich guck gerade, ob ich irgendwas vergessen habe, lila zu markieren. Hier, das habe ich nicht lila markiert. Pokale! Ah. Klar, die gibt es ja natürlich bei den Live-Events, die Pokale, ne? Genau, bei dem Live-Event. Das für letztes Jahr ist nicht vergessen. Das holen wir auf jeden Fall nach, sobald wir die Möglichkeiten haben. Mhm. Ich glaube, das Bild ruckelt. Ja, Leute, ich kriege das mit. Ich schaue hier die ganze Zeit auf unsere Internetverbindung. Es wird mir leider immer noch rot angezeigt. Ich kann daran jetzt aber leider auch nichts ändern. Ich würde jetzt trotzdem eigentlich gerne durchziehen, weil wir nehmen das Ganze, wie gesagt, auf und laden das dann bei YouTube hoch. Da ruckelt es dann nicht mehr. Ich weiß, Peter, es ruckelt extrem und man kann sich das kaum anschauen, aber das WLAN-Kabel habe ich auch nicht durchgeschnitten. Nein. Ich glaube, das hat auch keinen Knick, das WLAN-Kabel. Weil wir sind im LAN-Kabel. Ruf mal Sarah an, sie soll Feierabend machen. Es wird anschließend bei YouTube hochgeladen. So, Kükernix hat's verstanden. Genau. Also wenn euch das jetzt zu doll nervt mit dem Ruckeln, ist es teilweise wieder besser. Dann schaltet ab, dann guckt es euch einfach bei YouTube später an. Ist ja kein Problem. Es zwingt euch ja keiner, hier hinzugucken. So, wir machen weiter. Oder? Das sagst du. Ach so, ja, Peter habe ich gezogen, das stimmt. So. Also, Ligasystem, ich sehe auch nichts mehr. Da ändert sich, oder? Da ist nun mal, glaube ich, der Punkt drin mit den 3 Läufen und dass es halt den Streicher nicht mehr gibt. Ich glaube, mehr ist da nicht dabei. Düm, düm, düm. Wie gesagt, wenn ihr halt Qualifying fahrt, dann müsst ihr halt auch gucken. So, ja, aber im Prinzip ändert sich nichts. Also, ihr schaut, dass ihr bei 2 Läufen mitfahrt fürs Qualifying und dann passt das. Ja. Und wenn ihr halt nur beim letzten Lauf mitfahrt, klar, dann zählt der. Also ihr müsst dann nicht das zweite Mal in die Qualifying-Geschichte gehen in der nächsten Season. Das wäre dann auch nicht unbedingt nötig. Ja. So, jetzt ist Internet wieder voll da. Bei mir ist jetzt alles wieder grün. Ach, guck mal. Jetzt, ja, es ist da. Okay, anscheinend ist es jetzt, also jetzt müsste es besser sein. Jetzt ist bei mir jedenfalls alles grün angezeigt. Also ich hoffe, ne, dass es jetzt klappt.
So, dann Teilnahme. Das sind auch wichtige Regeländerungen. Benötigt. Ne? Genau, die große Änderung ist da eigentlich im Prinzip, dass wir mit den Drift Rallycross Targets in den meisten Fällen fahren werden, weil die einfach besser passen. Bei dem heutigen Lauf haben wir es extra so gemacht, dass das Target nicht entscheidend ist. Also das, da liegt ein Target als Start und Ziel, was ihr habt, ist egal. Mhm. Es wird auch jetzt im Laufe des Monats noch ein neues Dogpack geben. Das ist soweit schon eigentlich angelegt. Fehlen noch Kleinigkeiten, dann wird auch das alte Dogpack ersetzt durch das neue. Ja. Genau. Wie gesagt, der andere Punkt ist natürlich, wir fahren dieses Jahr vorgegeben mit Strecke. Es hat sich einfach gezeigt, wenn keine Strecke drunter ist, ist es so schwer zu bestimmen, wie die Dimensionen sind. Und tatsächlich sind sehr, sehr viele Regeln für die Judges ausgelegt, muss ich gestehen, dass die einfach auch ein bisschen leichteres Leben haben. Weil es bringt nichts, wenn wir über unzählige Sachen diskutieren und was, wenn, wäre, wie. Deswegen ist dieses Jahr auch einfach, dass wir schauen, die Regeln sind klar, so muss es dann halt umgesetzt werden. Genau, und Dani Sahne, jetzt wo du auch gerade fragst, Peter hat es gerade eigentlich perfekt erklärt, es wird nur noch mit der Originalmatte gefahren. Das erleichtert uns das einfach nochmal wesentlich und gerade auch den ganzen Judges, die das natürlich alles bewerten müssen. Also, ne? Wie gesagt, welche Strecke ihr nehmt, ist egal. Wir können im Notfall tatsächlich, wenn mal irgendwo was ganz kritisch aufkäme, haben wir alle Strecken da, können wir vergleichen. Aber in der Regel wird das passen und das Wichtigste ist einfach, dass die Judges einfach diese Dimension abschätzen können. Und es waren im letzten Jahr einige Läufe, wo halt entweder es war ein kompletter Holzboden oder eine weiße Matte und... Ja, dann war das einfach... Da hast du ja gar kein Maß richtig, ne? Eben. Das war nicht machbar, ja. Und deswegen ist das bei uns halt dieses Jahr so, dass wir halt die Matte vorgeben. Ich sag's auch direkt... Es kann auch sein, dass mal irgendwann eine eigene Matte kommt, solche Geschichten. Also klar, wer jetzt sagt, das sind jetzt Kosten für mich, die ich nicht tragen möchte oder solche Geschichten, kann ich verstehen. Ja. Aber das ist das Schöne, wir haben ja auch so Sachen wie Drift Challenge und Co. Also ist für jeden was dabei am Ende des Tages. Denke ich auch. Also deswegen einfach, wie gesagt, schaut euch die Regeln an. Wenn das für euch passt, fahrt mit. Wenn sie nicht passen, lasst es sein, dann ist es aber auch... Ich kann euch das auch hier gerade einfach nochmal als Link reinhauen, dann könnt ihr euch das nochmal ganz genau anschauen, weil ich vermute, dass es vielleicht ein bisschen klein sein könnte jetzt durch das Fenster. Ne? Schaut da einfach nochmal rein, dann seht ihr das alles nochmal ganz genau. Ne? So, und dann haben wir hier unten eine Streckenabnahme, ist auch lila markiert. Genau, weil gesagt, das ist so ein bisschen, dass einfach die Judges dann eine bessere Möglichkeit haben, zu sehen, wo das Ganze platziert ist. Und deswegen einfach mal ein Bild von oben machen oder mit der Kamera mal von oben drauf filmen. Und dann ist das auch schon gut. Ihr könnt auch, wie gesagt, vorher fahren. Das ist auch absolut kein Thema. Aber wie gesagt, wenn dann halt im Endeffekt was vom Aufbau nicht passt, dann kann das sein, dass ein Judge sagt, sorry, bauen noch mal neu auf. Genau. Genau. Das ist so da der große Punkt. Dann ist hier noch ein ganz wichtiger neuer Punkt. Die Videos werden nicht mehr direkt unter dem entsprechenden Stream hochgeladen, sondern es gibt einen eigenen Bereich jetzt dafür. Also wenn du jetzt, kannst auch mal auf Laufvideos draufklicken, dann sollte sich ein neues Fenster öffnen. Da könnt ihr einfach euren Lauf posten, dann ist er in einem moderierten Bereich, das heißt, die Judges sehen sich das Ganze, schauen sich das an, können den Lauf dann entsprechend freigeben oder wenn halt irgendwas nicht passt, dann schreiben sie einen Kommentar drunter, weil ihr seht das immer noch, was ihr geschrieben habt. Genau. Und dann könnt ihr das untereinander klären, dann ist das auch an der Stelle erledigt und wenn dann alles geklärt ist, dann wird es freigeschaltet. Genau. Und auch wenn ihr generell irgendwo eine Kritik an irgendeinem Lauf habt, schreibt das da rein und dann schauen wir uns das an. So, ich gehe mal kurz auf so ein paar Sachen hier im Chat ein. Ich habe da gerade schon einiges mitgelesen. Erstmal Heli Chrissy, Chrissy RC meine ich. Ich glaube, du bist auch Heli Chrissy, oder? Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Auf jeden Fall, ja klar, kannst du auch unter dem Jahres einsteigen. Du musst nicht von Anfang an mit dabei sein. Du kannst jederzeit mitmachen. Dafür gibt es ja nämlich die Qualifikation.
wo man mitmachen kann. Ne? Da kannst du jederzeit einsteigen. Geh mal ganz kurz, Party Peter, du brauchst nicht unbedingt das Rallycross-Target. Also bei dem Lauf sowieso nicht, da brauchst du eine Startlinie. Das ist gut, wenn es ein Rallycross-Target ist, aber es geht auch mit der anderen. Aber genauso. Ist ja auch in den Regeln so. Es ist ja so gesehen an der Stelle sogar ein kleiner Nachteil, weil die ein bisschen kürzer ist. Aber es ist links und rechts keine Bande. Genau. Oder? Nee, doch, auf der einen Seite ist eine Bande. Also ja, gut, ja, aber. Ja. Aber die einfach hinlegen und. Genau. Fahren. Dann Dinomania. Wie lange hat man Zeit, die Videos zuzusenden? Muss man direkt am Mittwoch fahren? Nein, natürlich nicht. Wie lange hat man nein, Zeit? Nein, nein, also der Lauf läuft jetzt, also bis zum. Also am letzten Mittwoch des Monats ist unser Veröffentlichungs. Wie nennt man das? Am 26. ist, genau, Veröffentlichung. Und der Sonntag davor ist Laufende. Also 23. Der 23. Das ist der letzte Sonntag. Jedenfalls vor dem Mittwoch, den 26. Ja, gucken wir nachher mal, wenn ich im Spielbuch das richtig reingeschrieben habe. Ich habe irgendwie eine andere Zahl im Kopf. Oh, okay, auch gut. Aber kann auch stimmen. So, und Ingo Ludwig, natürlich waren die Plätzchen lecker. Also, wenn du den Weihnachtsstream nicht gesehen hast, ich habe mir den Bauch so voll gehauen. Ja, am nächsten Tag die Bauchschmerzen die waren angeblich lecker. Lukas hat alle weggegessen, aber. Ich glaube, hier liegen auch keine mehr. Also, nein. Ich weiß nicht, wo die. Die drei, wo du übrig gelassen hast, haben die anderen gegessen. So, also, Regeln, kurz, haben wir noch was vergessen? Ja, geh nochmal zurück. Videobeweis haben wir durch. Judge-Entscheidungen, auch ganz wichtig. Sollten wir vielleicht nochmal erwähnen auch. Geht trotzdem mal kurz mal zum Videobeweis kurz hoch. Also, was uns auch wichtig ist in diesem Jahr, dass ihr gerade in den ersten drei Divisions die Kameraposition so wählt, dass ihr möglichst weit von oben filmt. Also, so ein 45-Grad-Winkel wäre schon gut auf die Strecke runter. Wir messen natürlich jetzt nicht mit einem Geodreieck danach, was es jetzt genau ist. Aber wenn halt so ein Punkt ist, dass der Judge jetzt die hintere Ecke nicht bewerten kann, weil es einfach von der, ja, wie nennt man das, Perspektive aus nicht geht, kann halt sein, dass der Judge sagt, nee, ich kann es nicht erkennen, bau neu auf oder stell das anders hin. Das ist halt der Punkt, wo ihr dann für euch sagen müsst, okay, lebe ich mit. Der Judge kann es nicht gut bewerten, also baue ich es um, damit der Judge das gut bewerten kann. Genau. Und das ist ja letztendlich, was wir alle wollen, dass es wirklich fair und gleich bewertet wird. Deswegen ist es auch ganz wichtig, da auf die Judges in Zukunft zu hören. Wenn die den Lauf auch bewerten, was ganz wichtig ist, ist das halt in dem Moment vom Judge bewertet, dann ist das eine Tatsachenentscheidung. Ja. Und das ist dann auch so anzunehmen. Genau. Wenn ihr natürlich ganz, ganz, ganz sicher seid, dass es falsch ist, dann schreibt es gerne rein. Dann schauen wir uns das an und dann ändern wir es im Notfall auch. Aber ihr müsst auch verstehen, dass in diesem Punkt, dass wir dann sagen, weil das ist jetzt mit dieser Judge-Bewertung, was wir gesagt haben, wenn es halt eine Kritik ist, die unberechtigt ist, dann führen wir diese schönen gelben und roten Karten ein. Dann ist halt einfach so, wenn jemand da sagt, ich fühle mich unberecht behandelt und es war halt nicht so, dann gibt es halt erstmal eine Verwarnung. Und wenn dann wieder jemand kommt und sagt, nee, es war nicht korrekt, dann müssen wir halt an dieser Stelle einfach sagen, dann ist halt an dieser Stelle einfach mal für einen Lauf gesperrt, weil letztendlich müssen wir schauen, dass die Judges gut und sauber arbeiten können und sich auch nicht jedes Mal rechtfertigen müssen, weil ja, die machen das wirklich komplett freiwillig und dann müssen sie sich, ganz ehrlich gesagt, keine dummen Sprüche anhören. Deshalb, wie gesagt, das sind ganz, ganz viel, wenige Einzelfälle, aber das muss halt an der Stelle nicht sein. Und genau. Ich denke, wir wollen ja auch, dass das wirklich ein schöner Wettbewerb wird, wo wir alle gut miteinander umgehen und deswegen klare Regel an der Stelle setzen wir so um und ich denke, wenn wir uns alle dran halten, haben wir auch alle Spaß am Ende. Ja. Ansonsten Maßnahmen, Regelverstöße, genau, das hatten wir eigentlich, ist ja da hat sich quasi eigentlich nichts geändert. Kaum was geändert, ne? Und nee. Das war's eigentlich. Ja, das schon. Andere, das ist genau. Das Kleingedruckte. Eure Seele und so. Genau. So, nochmal zum Thema Original-Driftstrecke. Anscheinend findet ihr das natürlich nicht ganz so gut. Ich meine, das war ein schwieriger Punkt, wo wir auch gut überlegt haben, ob wir das wirklich so einführen. Aber auch mehr in zusammen, also wir haben auch zusammen mit den Judges drüber überlegt und hin und her. Ja, letztendlich sind wir eigentlich doch auf den Nenner gekommen, dass wir sagen, okay, wir führen das schon ein, weil es einfach, ja, wie gesagt, leichter zu bewerten ist. Es ist leichter zu bewerten. Es ist für alle gleich vor allem. Das ist der nächste Punkt. Gleiche Untergrundart. Genau. Das ist auch tatsächlich. Genau, es ist für alle im Endeffekt auch fairer. Ne? Es ist jetzt, es sind viele Punkte, die einfach doch dafür sprechen. Und ja, man kann jetzt verstehen, dass der eine oder andere dann sagt, okay, jetzt habe ich mir gerade eine andere Strecke geholt.
Das ist dann natürlich jetzt blöd. Aber gut, ja, mit den anderen Strecken haben wir ja nichts zu tun. Wir haben unsere eigenen Strecken und deshalb geben wir die auch vor, weil es ja auch unsere Drift Online Games sind. Von daher ist das jetzt erstmal so festgelegt. Genau. Und wie gesagt, ihr könnt auch wirklich jede Strecke nehmen, die wir haben. Genau. Und auch nochmal, wie gesagt, es kann ja auch sein, dass es irgendwann mal eine Strecke gibt und dann. Klar, warum nicht? Müssen wir an dieser Stelle auch voraussetzen, dass sich jeder diese Strecke besorgt. Also genau. Deswegen, aber ihr müsst auch sehen, wie gesagt, diese Docks sind ansonsten ja wirklich ein super Angebot und ich, wenn jetzt wirklich jemand sagt, das wegen ist ja der alles immer noch jetzt komplett kostenlos eigentlich. Du kannst einfach mitmachen. Ne? Wie gesagt. So, aber wir kriegen auch viel Einspruch, dass das richtig ist, was wir uns da überlegt haben. Das finde ich schon mal gut. Sehr schön, gut. So viel zu den neuen Regeln. Ja. Ich denke, ja, wie gesagt, ihr könnt euch das alles nochmal durchlesen, wenn ihr das nochmal im Detail sehen wollt und was wir da genau beschrieben haben. Hier sind ja auch teilweise Links hinter diesen Texten, ne? Falls ihr da irgendwas braucht, benötigt oder wie auch immer nochmal genau wissen wollt. Wenn was unklar sein sollte, wie gesagt, hakt einfach nach. Für Fragen sind wir in der Regel ja auch da. So sieht's aus. So, dann kommen wir mal zu der wahrscheinlich spannendsten Frage, die die meisten haben. Ich schalte es auch direkt frei, dann könnt ihr es euch nämlich auch anschauen, wenn ihr Bock habt. Nicht mehr verstecken, zack, das Ganze ist online. Der Eislaufdrift. So, ich hau euch direkt den Link rein, dann könnt ihr euch nämlich auch schon die Strecke anschauen, mit Maßen und so weiter. Das sind wahrscheinlich die Experten, die schon wieder ganz heiß sind und schon darauf warten, dass sie euch schnell aufbauen können, um die ersten Zeiten zu fahren. So, eine komplett neue Strecke oder die Driftline? Achso, nee, wir meinten vorhin eine quasi Strecke, die für die Drift Online Games angepasst ist. Also gesagt, es kann durchaus sein, dass wir so eine Rasterfolie vielleicht auch mal rausbringen. Ist eine Überlegung. Alles möglich. Also das ist, wie gesagt, das ist einfach, dass das mal klar ist. Also irgendwo, um einen gescheiten Wettbewerb zu machen, muss man auch das entsprechende Material für haben und dann muss man halt das Ganze für sich entscheiden. Ja. Das ist halt dann an der Stelle der Punkt. Genau. So, und zwar der Eislaufdrift, wie ich das Ganze genannt habe. Und nur zur Sicherheit, also ihr müsst jetzt nicht die Eislandstrecke haben. Nein, braucht ihr nicht. Ihr könnt jetzt bei dem Lauf jede Strecke nutzen. Genau, genau, das ist ja nicht festgelegt. So, welches Datum habe ich reingeschrieben? 23.01. Das ist richtig. Ich hatte mit 28 in Erinnerung oder 18. Es waren noch 18 Stunden. Okay. So, also, Vorgaben haben wir hier. Wir fahren ein Rennen, aber im Drift-Auto-Setup auf Eis. Wir fahren mit Spikes. Es gibt keinen Kursmodus. Ganz normal 3 Runden. Und wir fahren im Clubsport. Soweit die Vorgaben. Und die ganze Strecke sieht so aus. Eigentlich relativ simpel, ne? Ihr seht hier schon die Eisstrecke. Ja, es ist jetzt hier, ich färbe die Strecken einmal so ein bisschen dunkler, damit man die Banden besser erkennt. Das ist jetzt hier auf der Eisstrecke tatsächlich relativ grau. Wenn ihr euch das Bild richtig auf dem Monitor anschaut, dann erkennt man das schon besser mit den Banden. Jetzt da im Stream sieht das, glaube ich, nicht ganz so gut aus. Relativ simpel eigentlich aufzubauen. Wenn ihr die Eisstrecke habt, umso einfacher. Dann braucht es theoretisch fast nur auf diese Markierungen auch alles drauflegen. Die fahren hier eine schöne 8 um die Curbs rum. Eigentlich ist es eine richtig schöne Driftstrecke. Deshalb habe ich sie auch Eislaufdrift genannt. Also wie gesagt, um richtig also zu starten, einmal die große Runde, dann dieses kleine die kleine Innen 8. Genau, eine 8 und dann den großen Bogen und dann wieder die große Runde. Also quasi eine große 8 und eine kleine 8 so ineinander gesteckt. Genau. So sieht das Ganze aus. Lässt sich richtig schön fahren. Vielleicht braucht man ein paar Anläufe, gerade mit dem Eis. Ne? Das ist ja nicht so jedermanns Sache. Aber wenn man es raus hat, dann lässt sich das wirklich schön fahren eigentlich. Zum Aufbau einmal eine Frage. Da oben haben wir ja die 1, 2, 3, 4 geraten und dann die abgeknickten grauen Teile. Genau. Hier ist das abgeknickt bis zum Anschlag? Oder ist das... Ne, das sind ja Kreise, also von diesen diese Kurventeilen. Ja, ja, klar, das sind Kurven, aber auf genau, das ist bis zum Anschlag angeknickt hier. Dass man, genau, dass man genau einfach die 4 legt und die anderen... Genau. Ausrastet und dann bis zum Anschlag einknickt. Genau. So, also wenn immer irgendwas angeknickt ist und kein Kurventeil dargestellt ist, dann ist es eigentlich meistens immer auf Anschlag angeknickt. Genauso wie zum Beispiel dieser Kreis hier hin. Der ist schon leicht auf Spannung, wenn ihr das aufbaut, das werdet ihr auch merken. Aber es ist meistens alles immer auf dem Anschlag dann. Weißt du gerade, wie viele Teile es sind? Boah, aus dem Kopf weiß ich es gerade nicht, aber hier oben steht es ja zum Not auch. 12 Stück müssen es sein, glaube ich. Kommt ungefähr hin, ja. Mhm. So sieht das Ganze aus und unsere Jungs sind da drüben auch schon fleißig am Fahren. Der Christian und der Martin betteln sich da drüben schon. Dann schalten wir doch direkt mal rüber mit unserer schicken neuen Kamera. Oh, der Christian fällt direkt in die Bande da. Ei, 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 ei. Weißt du, wer Christian ist?
Christian fährt Nissan. Christian fährt Nissan. Guck mal, jetzt kommen wir hier, zack, umschalten. Wer es noch nicht mitbekommen hat, diese neuen Kameraeinstellungen hatten wir ja schon im Christmas-Stream das erste Mal getestet und haben die jetzt auch hier am Start tatsächlich. Und ich finde, das ist eigentlich ganz gut. Ne? Also da, ja gut, da sitzt man oft im Weg irgendwie. Und ich habe tatsächlich gemerkt, dass unser Greenscreen da unten relativ dunkel ist. Deshalb wird er da auch ein bisschen angezeigt, glaube ich. Gut, gut. Also ein gutes Beispiel. Das ist jetzt eine perfekte Perspektive. Die andere wäre tatsächlich... Das wäre ideal. Genau, das wäre gut. Das wäre nicht ganz so gut. Also die wäre jetzt tatsächlich für die Judges zu flach, weil das da hinten zu bewerten... Oder was hältst du von der hier? Die ist gut. Ja, ne? Aber ihr müsst jetzt die Kamera tatsächlich nicht über die Decke hängen. Also ich überlege gerade, ob es auch von der anderen Seite besser wäre, wahrscheinlich zu filmen, weil die Stelle da hinten ist wahrscheinlich kritischer zu bewerten. Könnte sein, ja. So, da beide... jetzt geht's hier los. Beide sind gestartet. Jetzt sehen wir mal den ganzen Verlauf. So. Jetzt wird hier die 8 gemacht. Der Lukas macht sich wieder ein bisschen kleiner. Oh, was so. Ist das Weiß. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Aber es sieht schön aus. Ja, hat den Christian nicht ganz den Drift bekommen. Und beide in die Bande rein. Ei, was war denn das jetzt? Wow, mit Kameras aufgerüstet. Ja, so langsam wird's. Und dieses Jahr haben wir noch einiges vor hier im Studio. Also das wird schon noch. Das ist ja schon unser komplettes Doc-Finale-Equipment eigentlich. Ne? Und wir rüsten noch auf. Wir rüsten noch auf, Leute. Es wird immer besser. Aber die Jungs machen das schon eigentlich ganz gut hier, würde ich sagen. Martin gerade im roten Porsche unterwegs, Christian im Nissan. Jetzt außen rum. Schön die Kurve. Und, mit dem Heck also, leicht die Bande. Zu schnell wieder reingezogen. Ja, auf dem Eis tendiert man, wie gesagt, eher immer dazu, ein bisschen schneller zu fahren, obwohl man eigentlich, ja, ein bisschen Piano. Auch da Martin sehr weit rausgekommen, aber hat es noch geschafft, okay. Sehr gut. Eigentlich bräuchte ich noch eine Kamera da hinten, ne? Weil die Sony habe ich jetzt nur auf die Start- und Ziellinie gerichtet, aber na ja, gut. Brauchst du einen Kameramann, der mir so die verfolgt dann mit dem Bild? Peter, erklär mal bitte Schritt für Schritt die Laufeinreichung. So, das können wir eigentlich dann auch mal kurz machen. Mhm. Also sollen wir nochmal zeigen mit Bild auch? Oder wie willst du es haben? Machen wir es mal mit Bild. Machen wir es mal mit Bild. Ist. Dann gebe ich dir mal kurz die Maus. Also wie gesagt, ihr baut diesen wunderschönen Lauf auf. Mit rechts geht das ja wieder überhaupt nicht. Da links hin. Das ganz Wichtige ist, hier oben drüber, über diesen Archiven, ist jetzt ein neuer Bereich. Den darunter, den ignorieren wir. Weil das ist, den sehe nur ich. Da meckern nur die Judges. Nein. Und in diesem Laufeinreichungsbereich, schöner Name, könnt ihr hier einfach eure Laufvideos und die guten Streckenabnahme einreichen. Das heißt also einfach hier drunter, wie gewohnt, einen Beitrag schreiben. Das geht, kann ich jetzt natürlich jetzt gerade nicht demonstrieren, weil ich jetzt mit Admin-Account drin bin. Deswegen wird das jetzt gleich freigeschaltet. Das heißt aber, ihr schreibt den drunter und dann ist das bei euch lila dargestellt. Mhm. Und dann gucken sich die Judges das an. Wenn der Judge glücklich ist, schreibt dann ein Okay drunter und schiebt das Video einfach rüber in den Laufbereich. Wenn er nicht zufrieden ist, schreibt er drunter fahr langsamer, Geschwindigkeitsbegrenzung. Dann hast du die Zeit, es nochmal zu korrigieren, das Video auch nochmal neu hochzuladen und wenn es dann passt, dann wird es freigegeben und wird von uns rübergeschoben in den entsprechenden Lauf. Nicht wundern, ne? Das Brummen im Hintergrund, das sind gerade Martin und Christian am Fahren. Ich habe gerade mal so ein bisschen den Motorsound angemacht. Für die Stimmung. Erklär ruhig weiter. Oder bist du schon durch? Im Prinzip ist das tatsächlich die ganz große Änderung bei der ganzen Geschichte. Außer, Kevin, du möchtest noch irgendwas, was ich erwähne? Was ich jetzt vergessen habe? Selbst nochmal. Nee. Ja, also wie gesagt, vom Prinzip her sollte das so passen. Tja. Schauen wir mal.
Komm, dann schalt gerade nochmal hier auf Vollbild, damit wir auch sehen, was die beiden da drüben machen. Und wie war das wo? Du glaubst nicht, dass ich so einen kleinen Punkt treffe mit rechts? So! So. Das, Das ist noch ein interessanter Punkt. Vielleicht, zeig mal kurz deine Zeichnung nochmal, vielleicht. Ja, zeigen wir auch nochmal kurz. Nochmal zurück. Das heißt, wir haben das schon falsch aufgebaut, wenn ich das richtig sehe. Wieso, was haben wir denn falsch aufgebaut? Bei unserem Video. Ist doch. Ja, da würde ich nicht lang gehen, Peter. Das ist der Ninja Warrior, oder wie man das nennt. Was ist falsch? Die hatte ich mal richtig gelegt, ja. Die wurde wahrscheinlich umgelegt. Umgefahren wurde die. Unterm Tisch liegen noch schwarze. Da müsstest du dich einmal kurz bücken und da unten liegen schwarze Targets noch. In der Mitte unter diesem Kasten. Ja, genau da. Perfekt. Ja, genau. Das heißt, wenn ihr jetzt eine Start- und Ziellinie von der alten habt, also nicht hier hinlegen, so mittig, sondern mit der Bühne. Seht ihr das? Ja, seht ihr, ne? Da seht ihr das perfekt. Ja, das genau. Und hinten dran könnt ihr dann wieder legen, was ihr wollt. Genau. Perfekt, haben wir das auch nochmal. Na dann. Warum hältst du jetzt alles wieder auf Schotter fahren? Weil die gerade auf Eis unterwegs sind mit Spikes und das hört sich natürlich anders an. Das ist tatsächlich kein Schottergeräusch. So, noch mal ein bisschen lauter hier, ne? Damit ihr die Geräuschkulisse genießen könnt. Porsche und Nissan in einem. Wen haben wir jetzt? Beide, oder? Also theoretisch sollten wir beide haben. Ich höre, glaube ich, nur den Nissan irgendwie. Ah, ja. Jetzt, ja. Jetzt haben wir auch den Porsche. Mal leise. Ich mache ihn lauter. So. Boah, dann kriegst du ja die komplette Bande mit. Das ist die einzige, die nicht befestigt ist, tatsächlich. Ach, da. Ah, ja, man kann ja kein richtiges Kreuz machen, deshalb ist es nur ein T-Stück. Ne? Das ist, da musst du einen Würfel bauen mit T-Stücken und alle. Ja, genau, Peter. Von den Teilen jetzt gereicht? Wäre gegangen, tatsächlich. Ja. Ja. Brauchst du was? Nö, alles gut. So, ich schaue mal gerade ein bisschen hier im Chat, was ihr noch so schreibt. Da werden die beiden mal aufgestellt. Das ist tatsächlich eine gute Frage, das können wir den Martin nachher mal fragen. Auch da, der wird jetzt aufgefallen bei den Docks nicht. Das sind ja eigentlich auch alle, die im letzten Jahr so mitgefahren sind, alle noch in der Liste drin, ne? Ist ja keiner da groß rausgekommen, glaube ich. Wie gesagt, die, wo jetzt halt zwei Seasons nicht mitgefahren sind, die sind auf die Inaktivliste gefahren. Ja gut, das ist klar. Klar. Ansonsten, wer dabei ist, ist dabei. Wer raus ist raus, ganz einfach. Ja. So, die beiden betteln sich da auf jeden Fall schon ganz gut. Da wird sich wieder an der Start- und Ziellinie aufgestellt. Habt ihr mal auf Zeit gefahren? Gut, dann brauchen wir auch nicht schätzen heute, glaube ich. Ohne eine Vorgabe von euch. Das wäre arg möglich, glaube ich. Was tippst du denn, Peter? Doch nicht schätzen. Tipp und Schätzen ist fast das gleiche, aber. So aus dem Bauchgefühl. 30 Sekunden? Nee. Viel zu schnell. Viel zu schnell. 42 also, Sekunden. Ich kann dir sagen, was ich gebraucht habe. Also. Ich glaube, das wird nichts.
Also, ich weiß es natürlich nicht. Also, als ich das getestet habe, ich bin es ungefähr 5-mal gefahren, Leute. Also, auch nicht gut getestet. Ich bin es ein bisschen gefahren. Habe ich 1:15 oder sowas gebraucht. Und das war noch nicht gut. Also, da geht schon noch einiges mehr. Okay, ich bleib bei 42. Also, oh. Okay. Okay. Fahrt doch mal auf Zeit, ich bin mal gespannt. Okay. Ja, macht mal. Da bin ich jetzt mal gespannt, was wir da jetzt zu sehen kriegen. 3, ne? Genau, auch was der Ghost gerade nochmal geschrieben hat, ne? Natürlich ganz wichtig, da gibt es ja den extra Tweet im Forum, wo er die Videos einbaut. So, jetzt wird das Ganze hier auf Zeit gefahren, jetzt bin ich mal gespannt. Christian touchiert da leicht die Bande, aber alles gut, noch kein Problem. So, beide unten rum und Christian bleibt in der Bande hängen und Martin hinten rein. Eieiei, das kann auf dem Eis schnell passieren. Ja, 42 ist vielleicht ein bisschen. Ja, das 42 kann echt, die Kameras sind da mal. Das freut mich. Also wir müssen das zweimal noch so ein bisschen anpassen und wir können noch mehr Kameras anschließen. Also das war's noch gar nicht. Wir haben da noch viele Slots über. Du wolltest noch Kameras haben, ne? Habe ich heute erst den Auftrag an Peter weitergegeben, dass ich noch mehr Kameras brauche. Noch mehr Kameras. Ich brauche mehr Kameras. Ah, sehr schön. Achso, den Motor ausgeschaltet. Die T-Stücke könnten von dir sein, vom Nietzsche. Die außen hier, ne? Ja, genau. So, ein leicht versetzter Start. Christian versucht schon wieder alles zu geben. Das ist auch in den ersten Runden schwierig. Ich meine, wir haben ja schon mit den Profis gesprochen. Ne? Also wir hatten ja letztes Jahr unseren schönen großen 12-Stunden-Stream oder waren das 13 Stunden? 13 Stunden-Stream, glaube ich sogar. Und da haben wir mit einigen Profis, sage ich mal, die aus den Online-Games gesprochen und die meinten auch so, den ersten Tag erstmal nur warm fahren. Noch gar nicht auch groß auf Zeitenjagd gehen oder so, erstmal die Strecke vernünftig kennenlernen. Zweiten oder dritten Tag kann man dann schon auf die ersten Zeitenjagden gehen. Aber am Anfang erstmal warm. Ne? Ich bin bei 42, bin ich echt weit weg. Also es ist schon tricky. Ich meine, es ist immer noch Eis. Es ist nicht leicht. Du bist dauerhaft eigentlich am Driften. Es gibt wenig Parts, wo man nur geradeaus fährst. Ne? Tatsächlich macht es auch Spaß. Du hast schnelle Parts, du hast langsame Parts, das ist eigentlich fast alles in diesem Lauf drin. Müsst ihr ausprobieren. Aber Christian macht das gerade ziemlich gut. Das sieht doch schön aus. Das Problem ist nur, oh, die Tiere weggenommen. Dass das Ganze auch 3 Runden lang halten muss. Ne? Ja. Es ist ja nicht nur eine Runde, es sind 3 Runden. Ist auch ein geiler Trick, wenn einer ankommt, aber die Linien wegziehen. Ja, du musst nur eine Runde. Der Sound ist hart übersteuert, viel zu laut. Ja, ich glaube, da müsste Christian mal an seinem Handy ein bisschen leiser machen. Dann leiser? Ja, genau, dann kann ich den Ton hier ein bisschen pegeln, dann übersteuert das nicht so doll. Wird's leiser gemacht? Super. Sicher? Ja, jetzt habe ich gerade wieder laut gemacht. Jetzt müsste der Sound ein bisschen besser. Obwohl der Porsche schon echt leise ist. Ich weiß ja nicht, ob auch am Handy wieder sein. Das ist Handyfunk. Okay. Genau, scroll da mal ein bisschen durch. War das andersrum. Christian, du musst deinen Sound ein bisschen lauter machen und Martin leiser. Ich habe die Regler vertauscht. Martins Handy hat... Ich denke so, hey, warum ist denn das so leise? Mit was für einem Motor fährst du überhaupt? Bist du im Sportclub? Club Sport? Muss ich ja meine Zeitkalkulation mit einbauen. So. Was haben wir denn da? Ja, es ist nicht einfach, ne? Ich glaube, der Lauf ist echt hart dieses Mal, ne? Ja, er sieht zwar auf ersten Blick gar nicht so schwer aus,
Obwohl, na gut, die zwei fahren kannst du zwei. Ne? Das ist schon nochmal eine andere Nummer, als wenn du da alleine deine Runde drauf drehst, glaube ich. Fahrt mal ein paar Runden und guckt mal, was die schnellste Zeit macht. Gucken wir mal zumindest mal eine schnelle Zeit mal an. So, Martin hat auf jeden Fall gerade schon eine schöne, saubere Runde abgeliefert. Boah, knapp, das ja. Jetzt muss Christian die Bahn wieder frei machen, genau. Ja, wir haben die Schadenszene natürlich auch nicht aufgeklebt, ne? Dann wäre die noch mal ein bisschen fester gewesen. Ich hab sie da auch nur locker hingelegt. Das reicht ja auch. Aber bei Martin sieht das gerade ziemlich gut aus. Jetzt fehlt noch eine Runde. Da darf er sich jetzt nicht... jetzt geht er schon auf Kampflinie. Jetzt vorsichtig das Ding nach Hause bringen. Das kann er schaffen. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Mach keinen Stress. Das wird. Das ist gut. Nein. Boah, das war knapp. Ja. Yeah. Drei Runden haben wir das Finish. Boah, das war aber schon. Hui. Nicht schlecht. Jetzt kommt ein Finale. Was war die schnellste Runde? 1,8, 1,29. Okay. Okay, ich bin ganz weit weg. Aber 1,8. 1,8 für alles. Ich weiß tatsächlich, also es kann schon unter die eine Minute gehen, aber nicht viel, glaube ich. Eine Minute geht's auf jeden Fall. Aber nicht viel, glaube ich. Also, deswegen ist man liegt eh immer falsch. Also du tippst tatsächlich immer relativ gut. Aber auch nur, weil du immer so extrem tippst, Ben. Ich benutze Mathematik, dann geht das. So, der Porsche steht an der Startlinie. Sehr schön. Ah, und dann fährt der Christian da wieder rein. Herr Christian, die Ecke da, die magst du anscheinend ganz gerne. Du bist schon ein paar Mal hingeblieben. Komm, Christian. Ich? Nein. Komm, Christian, von dir brauchen wir jetzt auch noch eine Zeit für die Kevin, Fliege-Mission. Ich glaube, das wird dieses Mal nichts mit Zeit. Also von Martin haben wir ja schon eine Zeit. Eine 1,08, 1,82 oder so ähnlich. Auf jeden Fall eine 1 Minute 8. Das war auf jeden Fall safe. Ach so, wo gibt's denn die Frage? Leute, der Chat, wir können gar nicht auf alles achten. Ich lese gerade, wenn es dir tatsächlich auf eine Frage Thema Technik und Fahrzeuge gibt. Also, solche Fragen beantworten wir natürlich immer eher im Let's Talk About Drift, und nicht in den Drift Online Games, aber natürlich können wir auf alle möglichen Fragen immer wieder mal eingehen. Ich komme mal gerade so ein bisschen. Das ist tatsächlich die erste Nachricht, deshalb wundert mich das gerade ein bisschen. Also ich lese gerade tatsächlich gar keine Fragen zu Technik oder sowas. Ist die Driftland auch zulässig? Ist ja kleiner. Kleiner? Nee, alle Strecken sind gleich groß. Die sollten eigentlich gleich groß alle sein. Alle Strecken sind gleich groß. Ist natürlich zulässig. Also alle Strecken von uns zulässig. Nee, die musst du in die GoPro halten. Achso, genau. Genau. Bisschen weiter noch. Ja, perfekt. Was haben wir da? Eine 1,5,9,4,1. Richtig? Richtig. Ja, und schnellste 21,09. 21, ja. Okay. Da bin ich mal gespannt. So, weil es um den Sound vom neuen Nissan geht, okay, ja, da können wir aber auch nicht viel zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil also, ja, ich, da sind wir halt nicht die Techniker. Genau, aber wir haben es ja trotzdem zur Kenntnis genommen. Ich habe ja gesagt, dass wir gleich nochmal Martin fragen, ob er dafür zufällig was weiß. Aber dazu können wir beide leider nichts sagen. Ja, also, hä? Der Nissan würde so klingen, als würde er immer auf Schotter fahren. Das ist die Backfire-Zone, die Maus,
Der hat ordentlich Backfire. Und deswegen scheppert dazu. Ihr müsst euch mal die Videos vom Weltrekord-Abo anschauen. Das ist ja auch so, ne? Das automatisch. Das knallt ja die ganze Zeit unglaublich. Und genau, das ist beim Nissan aus. Das hört ihr ja hier auch die ganze Zeit. Immer das. Ich weiß nicht, kann man das so machen? Ich hab keine Ahnung, von was ihr redet. Fehlzündungen ohne Ende. Ja, genau, diese Fehlzündungen. Aber das muss ja, gerade dieser Nissan-Sound, der ist ja so aggressiv. Ja, guck mal hier. Brapapapapapapap, Nissan. Der klingt aber auch so im Clubsport. Ja, dieses Brabbeln hat er auch im Clubsport, oder? Ja, klar. Das hat er in allen Setups. Wie klingt er denn, wenn er auf Schotter fährt? Das ist ein doppeltes Brabbeln. So. Ei. So. Martin fährt jetzt gerade nochmal mit seinem Nissan die Runde. Ob ich da nochmal eine schnellere Zeit rausholen kann. Aber irgendwann brauchen wir schon einen Banti-Motor, ne? Ja, irgendwann. Gibt's noch einen aktuellen mit Banti? Keine Ahnung. Jetzt wollte ich überhaupt nicht mehr drin. Kommt gerade noch eine Frage zum Thema Regeln. Was kam noch rein? Oh, wir haben noch mal eine schnellere Zeit. Ich switch gerade noch mal die Kamera. Bisschen näher. Eine 1, 2, 8, 6, 3. Macht keinen Spaß. Wie viel? Es wird. Wie viel? Eine 1, 2, 8, 6, 3. Ja, es wird besser. Also, ich setze meinen Tipp. Ich setze jetzt meinen Tipp mit einer... Christian sagt 52,3. Ich muss mal kurz hier die Ansicht wechseln, dass wir die... Ganz kurz, bevor wir das machen, manchmal kurz die Frage wegen den Banden. Also bei den Banden ist ganz, ganz wichtig, es ist eine Judge-Entscheidung auch an dieser Stelle. Wenn der Judge sieht, dass ihr habt irgendeinen Vorteil durch den Bandenkontakt, dann ist der Lauf ungültig. Aber es heißt nicht so, dass ihr mal, wenn ihr jetzt am Heck hinten mal irgendwo leicht streift oder so, dass der Lauf deswegen gleich ungültig ist. Ich mache hier eine Punkteliste rein. Ich mache hier eine Punkteliste rein. So, also hier, Leute, seht ihr unsere Tipps, ne? So, genau. So, bis jetzt hat nur Christian getippt. Die anderen Tipps, 52, was hattest du? 52,3. 3,00? 3,00. Wenn, dann machen wir es ja ganz genau. So, ich gehe auf eine... Ich muss kurz Kopf rechnen. Ich gehe auf eine 49,9. Echt? Mhm. Das Eis, denkt dran, ne? Ja, aber die Leute sind immer verrückt. Das ist, die hauen immer ganz irre Zeiten raus. So, Peter? Ich sag eine 54. Eine 54? Okay, Peter? 48,2. Boah! Wow. Okay. So sieht's aus. Und Leute, wenn wir am Ende des Monats das kontrollieren, dann machen wir immer hinter die Namen. Ich hätte jetzt auch 49,8 sagen können. Ne? Also. Ja, ich trage hier direkt vor unseren Namen kommt eine Punktezahl hin. Damit man es direkt immer sieht, wer wie viele Punkte hat. Das muss sofort klar ersichtlich sein. So, also da habt ihr das, seht das, ne? Das sind unsere Tipps. Falls das kurz eben noch eine Frage, also die Farbe von den Banden ist egal. Also ihr müsst jetzt nicht da, wo grau ist, grau hinlegen, wo rot ist. Also das ist. Genau. So. Also, da ist immer noch Feuerwerk. Ist immer noch Neujahr bei uns. So, Feuerwerk. 2023. Feuerwerk ist jetzt aus, das war es jetzt mit Feuerwerk. Also die einzige Frage, weil wie gesagt, mit dem Nissan-Sound. Was wir halt vorhin dich gefragt hatten. Aber Backfire. Genau, die ist Backfire. Und hier, genau, das war noch eine Frage von Wladimir Glitschko. ich finde, beim Nissan geht der Motorsound ein bisschen unter. Da sind Porsche und D1 bei gleicher Einstellung am Handy etwas lauter. Wird es beim Update nochmal überarbeitet? Frage. Schrecklich, ist das so? Ist das überhaupt so? Gute Frage. Muss ich mal angucken, ob das wirklich so ist. Ist jetzt nicht aufgefallen. Das kann tatsächlich sein,
da werden wir eher die anderen zurücknehmen, weil iPhone, hört ihr mich da eigentlich? Geht das noch? Ja, ja, das sollte gehen. Wisse? Naja, das würde ich mir. Weil iPhone hat leider Apple mal wieder was entwickelt. Die haben eine neue Technologie eingebaut bei den aktuellen Geräten, die dafür sorgen soll, dass es mehr Raumklang gibt, mehr dreidimensionalen Raumklang. Und wie es mal so ist bei neuen Features, das ist zwar schon drin, aber es funktioniert noch nicht so richtig. Und deswegen klingen tatsächlich die Motoren aktuell auf dem iPhone-Lautsprecher nicht so richtig gut. Und da muss man ein bisschen einen Kompromiss machen, dass es nicht übersteuert. Also sprich, kann eher sein, dass wir die anderen vielleicht ein bisschen anpassen, mal gucken. Aber schaue ich mir auf jeden Fall nochmal an. Und ganz kurz, also das mit dem Backfire, das ist halt einfach so, dass das Auto, der Motor halt wirklich gnadenlos bollert im Original. Und auch der V8 nicht viel besser ist, deswegen bollert der auch. Aber ich werde mir das ein bisschen angucken. Wenn es jetzt öfter noch, sag mal, in der Kritik steht, dass mir das zu viel ist, man kann es ja steuern. Ich kann ja das ein bisschen zurücknehmen, quasi Zündung ein bisschen verstellen, sozusagen virtuell, dass er nicht ganz so viel übel bollert. Das können wir noch ein bisschen anpassen, mal gucken. Ne? Vielleicht noch so ein bisschen das Setup-basic unterschiedlicher machen, dass wir, so wie er schon sagte, im Club vielleicht ein bisschen weniger, oben raus ein bisschen mehr noch. Schauen wir es mal an. Aber jetzt gucken wir erstmal, wie das Feedback von allgemein ist. Hat ja noch nicht mal jeder seinen Razer. Machst du noch eine Klappe, die man zumachen kann? Genau, Klappensteuerung. Als Add-on, ne? Eine Klappe, ja. Ja. Aber mit TÜV natürlich, ne? Mit TÜV. Ihr Lieben, ich bin weg. Schönen Abend. Ciao, ciao. Also denn. Mach's gut, Martin. So. Ja, und ich hätte ja kaum gedacht, dass wir jetzt auch wieder diese komplette Stunde zusammenkriegen, ne? Weil wir uns ja keine Videos mehr vom letzten Lauf angeschaut haben. Stimmt, diese Stunde. Aber, ja, okay, wir haben die Regeln natürlich. Stimmt, wir haben da natürlich auch nicht erklärt, ne? Letzten Monat wird es vielleicht ein bisschen kürzer. Genau, denke ich auch. So, Hotti hat anscheinend außer wieder eben eine Aktion gestartet. Der Stream gehackt, deswegen. Ah ja, stimmt, deshalb, genau. Wir hacken hinterher. Ja. Also, Hotti hat irgendeine Aktion gestartet. Haben wir was verpasst? Ui. Da oben, Magic Hotti. Der Erste, der die 55 Sekunden in diesem Lauf unterbietet, bekommt von mir einen Satz von den neuen Tagesgeschenken. Ey, perfekt. So wollen wir das sehen, denn die braucht ihr, ja. 55, werden bei uns was getippt in der Richtung? Also wir sind alle unter 55. Alle? Wir haben alle unter 55 getippt. Martin ist der Höchste mit 54. Also ich bin gespannt. Ich denke, das sollte machbar sein mit der 55. Also heute wieder mal klasse Aktion von dir. Und ja, ich habe gerade auch gelesen, dass wir doch einen Wetteinsatz machen sollen. Wer am Ende des Jahres gewonnen hat, was kriegt denn der? Christian, du bist so gut immer bei diesen Tippsachen und sowas. Schlag mal was vor. Hört auf mit diesen ganzen Gewinnspielen. Um was geht's denn? Ich krieg ja eh noch was von dir. Also das Jahr ist zwar noch nicht um, aber der Fünfte hat schon gereicht. Christian hat halt nicht so viel Zeit wie du. Was hab ich? Der hat ein Leben. Ach so. Ja, du arbeiten musst tatsächlich auch. Ich würde sagen, den Wetteinsatz definieren wir noch im Laufe des Jahres. Ja, überlegen wir uns noch was? Mhm. Okay. Ein bisschen spontan nichts. Wenn die ersten Ergebnisse durch sind, überlegen wir uns was. Okay. Kriegen wir schon noch hin. Okay. Noch ist ja alles 0000, ne? So, also, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Ihr habt noch einen schönen Abend, eine schöne restliche Woche. Und ja, wir sehen uns nächste Woche Mittwoch wieder zum Let's Talk About Drift. Wenn wir uns noch ein schickes Thema zu überlegen, was war? Ich glaube, wir haben sogar schon was, aber ich darf noch nicht sagen. Ach so, okay. Leute, macht's gut. Einen schönen Abend und bis nächste Woche. Ne? Nein, wir lassen die Community nicht über den Wetteinsatz abstimmen. Aber die dürfen ja gerne Vorschläge machen. Ah ja, vernünftige Vorschläge könnt ihr machen. Die können vernünftige Vorschläge machen, was wir wetten könnten. So, und der Niro hat schon angefangen, Finish in den Chat. So sieht's aus. Haut in die Tassen. So, wer schafft die meisten Finish-Smileys? Wer schafft die meisten? Komm, alle tippen. Macht den Chat voll damit. Christian, du auch. Schön. Finish. Ich bin schon raus. Ah, du, der macht schon Feierabend. So, da sehe ich schon den ganzen Finishes. Sauber. So. Ja, okay. Ja. Okay, D-Crayer war schon ganz gut. Der hat schon einige geschafft. Sehr gut. Hat Twitch nicht irgendwas zum Spam-Schutz, dass das einfach sagt? Okay, nee, bei ich habe da nichts eingestellt. Also bei Smileys könnt ihr reinhauen, was das Zeug hält. Sag das nicht genau. Mit 4. 4, wow. Also D-Crayer hat ja wohl einige mehr als ich bin untergeistert. Also 4 Stück ist, also D-Crayer hat die 1, 2, 3, das kann ich gar nicht alles. Ja, okay, 10. Wir machen Schluss. Ja, Leute, ihr könnt ja immer noch reinhauen, wenn ihr wollt. Bis zum nächsten Mal, bis ich so riesig küsse. Ja, ist gut, ist gut. Sauber. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.